Guten Morgen, Sie fahren einen Regionalexpress Richtung Saarbrücken Hauptbahnhof. Sie übernehmen den Zug bis Trier Hauptbahnhof. Unterwegs halten Sie in Kobern-Gondorf, Treis-Kaden, Cochem-Mosel, durchfahren dann den Kaiser-Wilhelm-Tunnel und halten dann noch in Buley-DB, Wittlich Hauptbahnhof und Schwaich. Ihre Höchstgeschwindigkeit ist 110 km/h, Ihre Lok ist eine grüne B140, eine gute Fahrt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2016 mit der Reise durchs Moseltal mit einer von mir selbst erstellten Aufgabe, wie sie im Jahre 1997 spielt, mit dem RE Koblenzer Brücken, wie er zu der Zeit auch verkehrte, mit einer grünen 140 von Virtual Railroads, mit dem Repaint zu orientroten 140. Starten wir mal die Lok. Einen üblichen Aufrüstvorgang, wie es von einer Einheitslok bei VR typisch ist. Öffnen die Türen, schalten den Streckenmonitor ein, lösen die Handbremse. Abfahrt ist um 7.06 Uhr. Ich verwende für diese Aufgabe das Ansagen-Skript von Scarlett. Vielen Dank nochmal, dass man das zur Verfügung gestellt hat. Es gibt es ja schon länger zum Download. KI-Züge sind 25 Stück hier unterwegs. Weil, wie gesagt, in den 90er Jahren war wahrscheinlich etwas mehr los im Moseltal als heute. So, Stromabnehmer heben. Perfekt. CFA-PZB einschalten. Und den Hauptschalter. Ist perfekt. Wunderbar. In Koblenz Hauptbahnhof treffen viele Strecken zusammen, unter anderem die Rheinstrecke aus Köln und Mainz. Die rechte Rheinstrecke aus Wiesbaden und aus Linz am Rhein-Neuwied, die Lahntalbahn aus Richtung Gießen-Limburg und unsere Kumoseltalbahn aus Trier. Das Szenario führt durch Morgengrauen mit etwas Nebel, der sich aber später bei Tagesanbruch legt. Ansagen sind von mir hier selbst eingesprochen. Ich wünsche euch viel Spaß. Am Ende läuft ein Halbgepäckwagen. Los geht's. Wir verlassen Koblenz Hauptbahnhof. Dort hinten der Regionalexpress nach Frankfurt mit blau-beiger 110. Im N-Wagen, im Halbgepäckwagen Platz nehmen. Oder vielleicht im Silberlink. Im N-Wagen mit OLV-Design. Oder im Kaffeeküchenwagen, wie er früher auch auf der Moseltalbahn verkehrte. Im Silberling mit erster Klasse. Oder im Hannover-Design. Ich bin ja sowieso so ein Fan der 90er Jahre und habe es mir auch nicht nehmen lassen, dieses Szenario in den 90er Jahren spielen zu lassen.
Für das Moseltal benutze ich die DB-Trax, da durch diese Gleise eine bessere Performance gegeben ist. Die Strecke auch nicht, beziehungsweise gar nicht bis wenig abstürzt. Der nächste Halt ist Koban-Gondorf. Durchfahrt Koblenz-Moselweiß. Sehr geehrte Fahrgäste, das Lok- und Zugpersonal begrüßt Sie recht herzlich im Regionalexpress auf der Fahrt von Koblenz Hauptbahnhof nach Saarbrücken Hauptbahnhof über Cochem, Bulai, Wittlich, Trier, Merzig und Saarlouis. In der Mitte des Zuges finden Sie unseren Kaffeewagen, wo Sie gerne Kalt- und Heißgetränke sowie kleine Speisen vorfinden können. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Der nächste Halt unseres Zuges ist Koban-Gondorf. Hier überqueren wir die Mosel. Oder auch Mosella. Wie die Römer das den Nebenfluss des Rheines auch nannten. Nettwagen, vernünftig. Wie früher. Besser als Syvex und Talent 2. Durchfahrt Koblenz-Gülz. Regionalbahn nach Koblenz. Ohne Steuerwagen. Wir haben auch keinen Steuerwagen. 90er Jahresteil halt. Unsere 140 ist bis Tempo 110 zugelassen. Die reguläre Höchstgeschwindigkeit der 140 war ja in dem Sinne Tempo 100, aber da diese Lok ja auch in den Nahverkehr zum Einsatz kam, hat man einige bzw. viele Maschinen die Geschwindigkeit auf 110 km/h erhöht. Die richtige Lokomotive für den Nahverkehr war ja halt in dem Sinne die kürzere 141. Diese Lokomotive ist bis Alter 20 km/h zugelassen und hatte ein Niederspannungsschaltwerk, erkennbar an dem lauten Knall beim Anfahren. Deswegen hatte sie auch den liebevollen Namen Knallfrosch bekommen. Das schön neblige Moseltal dem Tageslicht entgegen. Ah, schön. Unser Zug. Kaffeekuchen. Wir durchfahren jetzt Winningen an der Mosel.
Natürlich für all diejenigen, die vielleicht gerne dieses Szenario haben möchten und es denjenigen gefällt, kann mich ruhig gerne per PN anschreiben, gerne auch im Relsim-Forum, dort bin ich unter dem Namen PhilippLP. Ich habe da auch einen eigenen Thread für meine Let's Plays und dann sende ich gerne das Szenario demjenigen zu. Ich freue mich natürlich auch am Ende des Videos über das positive Feedback des gesamten Videos und der Aufgabe, aber dazu natürlich am Ende später mehr. Können wir unsere Höchstgeschwindigkeit von der 10 km/h voll ausfahren. Die Moseltalbahn ist Teil der Kanonenbahn von Berlin nach Metz. Da ist die markante Brücke, auf der die Autobahn oder Schnellstraße das Moseltal überquert. Der Regen nach Münster. Warum die 112 abgebügelt war, verstehe ich nicht. Im Editor war sie aufgebügelt. Naja. Markant. Schöne Brücke. Schon mit der 140. Das ist unsere Tasche. Also Moseltalbahn ist eine wirklich sehr, sehr schöne Strecke und ich kann die wirklich jedem empfehlen. Vor allem jetzt mit den DB-Trucks funktioniert es jetzt, ja. Sehr detaillierte und liebevoll gemachte Strecke. Vor allem mit der Oberleitung und den ganzen Details hier. Sagenhaft. Nächster Halt, Kuban-Gondorf, Ausstieg in Fahrt Richtung links. Abschalten. Thank you.
Passt ja. Perfekt. Passt doch. Sehr gut. Ist pünktlich. Auf die Minute. Abfahrt. Das 420 Ampere können wir hochschalten, ansonsten könnte der Hauptschalter fliegen. Ich sah halt drei Skaden. Im Übrigen wird es bald, beziehungsweise mit der Strecke Berlin-Leipzig, eine neue Rubrik auf meinem Kanal kommen. Die nennt sich Streckenkunde. Dort werde ich mich wirklich nur mit der Strecke befassen, die ich dann für euch Let's Player, und zwar etwas über die Strecke erzählen, über die Landschaft und alles. Könnt ihr auch gespannt sein. Beginnen wird diese Rubrik mit der Strecke Berlin-Leipzig. Werde ich dann im Quick Drive fahren, das heißt in Ruhe mit der Strecke befassen und alles drum und dran. Also in der Aufgabe verwende ich ausschließlich Einheits-E-Logs bzw. Material von Virtual Railroads, weil es halt zu dieser Zeit besonders gut passt. Und die Güterwagen von TTB Szenario Pack 1 und 1 und 2 und natürlich die Personenwagen von RW 081. Also wenn ich natürlich Szenarios mache mit N-Wagen oder sowas, dann nehme ich hauptsächlich die von RW, weil die wirklich auch sehr, sehr gut aussehen und auch mit der schönen Innenansicht. Und natürlich den Sounds von DV Agency, die ich auch wirklich sehr, sehr empfehle. Vorausgesetzt, ihr habt natürlich die ganzen Pluspacks installiert. Aber die braucht man dafür dann. Durchfahrt. Katernes.
Wer ist der Herr E? Das Moseltal zählt zu einer der schönsten und reizvollsten Landschaften Deutschlands und ist immer eine Reise wert. Am besten sollte man diese Strecke mit der Regionalbahn befahren, mit der RB 81. Fährt zwar in Tallinn 2, aber passt schon. Damit man wirklich auch alles und in Ruhe sich ansehen kann, aus dem Fenster. Heutzutage fährt hier halt, wie gesagt, der Tallinn 2, der Moseltalbahn. Oh, und natürlich, hier der Süwex, beziehungsweise auch die CFL mit dem RE Luxemburg-Koblenz, der Chemin de Fer Luxemburg. Früher halt, wie gesagt, Einheits-E-Loks, N-Wagen, 143er, alles. Strecke ist auch sehr stark güterbefahren, halt wegen E-Rang, wegen der Nähe zu Frankreich, Luxemburg, den sogenannten Benelux-Staaten. Eine Besonderheit hatte die Strecke auch, denn hier fuhr natürlich auch die bekannte 2-Frequenz-Lok, die Reihe 181. Fuhr meistens immer vor dem Interregio Münster-Luxemburg oder halt auch vor Güterzügen. Die Lokomotive wurde ja von den modernen Trax-Lokomotiven verdrängt. Voll aufschalten. Unsere Reise führt hier an den Weinbergen vorbei. Guter Wein vom Moseltal. Der nächste, Regionalbahn. Eine 140. Gepäckwagen. Demnächst kommt ja auch von 3D-Zug wieder ein neues Aufgabenpack, das nennt sich Fahrzeitvolumen 19 Der Sturm. Diesmal spielt das auf Berlin-Wittenberg. Würde ich auch einige Let's Plays dazu machen. Wird auf jeden Fall auch wieder sehr spannend.
Moselkern. Durchfahrt. Schön 90er-Jahre-Schilder. Passt ja. Also da ja vielleicht sich viele gefragt haben, warum jetzt momentan wenig OMSI 2 LPs kommen, das kann ich jetzt eben auch genau schnell sagen. Das liegt daran, da es im Moment auch wirklich nichts Besonderes Neues gibt für den Simulator. Und sollte es irgendwann mal was Neues kommen, beispielsweise Städtedreieck V2 oder halt Gladbeck 2016, soll ja Dezember kommen, dann wird es natürlich auch wieder Let's Plays zu OMSI 2 geben. Aber momentan konzentriere ich mehr und mehr mich auf den TS 2016. Da, wie viele schon wissen, mich im Herr sowieso mehr für die Bahn interessiere und für die Bahnsimulation. Deswegen halt. ETS 2 kommt auch. Diese Woche wollte ich ein Video noch machen, wirklich dann auch. Und Open Rails ist momentan Totenstille. Das habe ich momentan beiseite gelegt. Aber da kommt demnächst noch was, und zwar werde ich dann die moderne Rollbahn euch zeigen. GR13, Teutobahn Osnabrück-Münster mit 141, Knallfrosch. Durchfahrt Müden an der Mosel. Da brauchst du gar nicht beschleunigen, kannst ja wieder runter. Ist ja in 1,3 Kilometer 80. Lohnt nicht. Lohnt nicht. Wird die Strecke richtig kurvenreich. Das ist schon unser nächster Halt. Treiskaden in Sicht. Theoretisch könnte man die Strecke ohne den Monitor fahren. Fahre ich ja generell immer. Braucht man ja nur Buchfahrplan und die Kilometrierung stehen ja alle hier. Nächster Halt. Treiskaden. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Passt schon. Schöne Lok. Eine Minute zu früh gekommen. Sehr gut. Sehr gut. Mal schönes Repaint in grün. Passt richtig gut zu der Orientroten 140. Abfahrt. Nächster Halt, Kochemosel. Speichern. Der Nebel verzieht sich so langsam aus unserem Tal. Können wir wieder unsere Geschwindigkeit voll ausfahren. Nächste, Regionalbahn.
Ja, ich finde, Moseltalbahn macht richtig Spaß zu fahren jetzt. Gleich kommt Koch im Mosel. Abschalten schon. Nächster Halt, Cochem. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Cochem an der Mosel. Genau, aber nach Koblenz steht auf Gleis rechts am Bahnsteig 4 abgestellt. Mit 140. Zwei Minuten zu früh, sehr gut. Regionalexpress nach Koblenz mit 110 Blau-Beige fährt ein. Kaffeekuchen. Auch wieder ohne Steuerwagen.
Abfahrt. Nächster Halt, Bulai DB. Vor uns liegt das Portal des 4205 Meter langen Kaiser-Wilhelm-Tunnels, der mehr als 100 Jahre der längste Eisenbahntunnel Deutschlands galt. Heute ist es der Landrückentunnel südlich von Fulda mit fast 12 Kilometern Länge auf der Nordbahnstrecke Hannover-Würzburg. Rein in die Röhre. Auch richtig schön gemacht hier mit der Oberleitung an der Tunneldecke, richtig realistisch. Langer Tunnel. Vor uns das Tunnelende. Gleich durchfahren wir den Haltepunkt Edeka Ella. Überfahrt Mosel. Das Wetter habe ich extra so ein bisschen neblig genommen, also ohne Regen.
Durchfahrt Neve. Neve. Schön Schaltwerk. Herrlich. Hundertvierzig ist Mädchen für alles, Güter, Personenzug. Für alles ist sie verwendbar. Ja, war sie verwendbar. Viele gibt es ja auch nicht mehr da von den Loks, leider. Leider, leider. Nächster Halt, Bulai. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausfahrt mit 60. Hier kann man zur Moselweinbahn nach Traben-Trarbach umsteigen. Auch M-Add-on mit enthalten. Interregio nach Münster trifft er ein. Ah, schön 140 mit einem Wagen. Vernünftig. 112 ist am Haken. Nach Münster. Bis zum Kaffee. Natürlich mit Bikewagen hinten, Fahrradwagen. Abteil. Piquet, Bike. Fahrrad rein, zack, und Abfahrt. Tür auf. Schön. Herrlich. Der Interregio fährt schon. Rums.
Und wir fahren auch ab. Umweltbahnhof, Bulai DB. Nächster Halt Wittlich, Hauptbahnhof. Gleich überfahren wir die bekannte Doppelstockbrücke von Bulai, wo unten die Autos fahren über uns die Schiene und überqueren wieder einmal die Mosel. Eines der markantesten Kunstbauten auf der Moseltalbahn. Und auch eigentlich, so wie es scheint, auch einmalig in Deutschland so eine Doppelstockbrücke. Weil soviel ich weiß, gibt es sowas hier bei uns nirgendwo, außer hier. Schönes Bauwerk. Hier der Pündericher Hangviadukt. Unser Zug verlässt jetzt das Moseltal und dem Lauf der Mosel folgend und wir durchfahren den nächsten Tunnel und erreichen dann die Vordereifel. Erst bei Ehrang werden wir die Mosel wieder überqueren. Die Moselweinbahn zweigt links nach Traben-Trarbach ab. Eingleisig, nicht elektrifiziert. W für Wittlich. In die nächste Röhre. Also ich fahre am liebsten hier die Einheits-E-Loks von VR, das sind hier meine Lieblinge im TS16. Und dann 11 mit dem Wagen. Sehr gut, Orientrot.
Also wenn Berlin-Leipzig rauskommt, dann werde ich auf jeden Fall auch für diese Strecke einige Aufgaben basteln, Güterzugsszenarien mit FDL ansagen. Und so ein kleines Aufgabenpack rausbringen mit Personen- und Güterszenarios. Also da habe ich mir auch schon ein kleines Konzept überlegt. Freue ich mich schon drauf. Mein Güterzug wieder. Durchfahrt Bengel. Auch ein Name, Bengel. Der nächste Tunnel. Wir durchfahren jetzt Irzig DB durch. Nächste. Oder 10 wieder. RE. Also der Fahrplan ist hier zwar nach dem heutigen Standard real, ist natürlich nur abgeweicht, aber rein im Sinne ist der KI-Verkehr fiktiv. Also
Zeigt so ein bisschen 90er Jahre, weil in den 90ern war hier auch, glaub auch mehr los als heute. Deswegen halt. Nächster Halt, Wittlich Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Stufenrad, schön. Stufenrad, ehrlich. Schön, schön, schön. Kurzaufenthalt. Mit Endwagen heute. Regionalbahn mit 111. Kommt. Ozeanblau. Ja dann. Mal speichern, vorsichtshalber. Nächster Abfahrt. Weiter geht's. Nächster Halt Schweich.
Beschleunigen 140. Ist gut. Schöne Brücke hier. Ich hoffe, dass bald auch die North London Line rauskommt für den Train Simulator. Werde ich mir auf jeden Fall auch kaufen. Und ja. Regionalbahn nach Wittlich mit 140. Drei Endwagen. Das reicht.
Ist er, 112 in der Regio. Damit's da. Nochmal zurück zum Doppelpack bei den 3D-Zug Lars Güterwaggons. Da ist mir auch aufgefallen bei der letzten Aufgabe, wenn man von Koblenz nach Köln fährt, dass die Wagenzusammenstellung völlig falsch ist. Weil normalerweise ist es so, dass die Klappen erst hoch müssen oder beziehungsweise die in kompletten Einheit sind, das heißt hinten die Puffer. Das ist mir also sehr, sehr negativ aufgefallen, dass zum Beispiel die Überfahrbrücken mit dem Kasten der Lok kollidieren. Das hat jetzt natürlich im TS-16 keine Ausmaße, aber in echt schon. Aber da kommt, denke ich, sowieso ein Update raus. 3D-Zug ist da meist mal flott drin. Weg vom Bahnsteig! Schöne Landschaft. Verstand. Schön. Nächster Halt, Schweich, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Was bitte? Wir sind hier 5 Minuten vor Plan, lol. Der Fahrplaner war gut drin, du.
Schweich, unser letzter Halt. Vor Trier. Bastian. Läuft aus. Drei Minuten zu früh. Sehr gut. Perfekt. Einmal zwischenspeichern. Nicht mehr lange und wir sind in Trier. Passt gut zu den Rennwagen, die Lok. In grün heute mal. Der nächste. Und 140 Orientrot mit den Wagen. Halt dann mit Kaffeeküch. Guten Appetit.
Oh, er fährt wieder weiter. Sehr gut. Ja, mit offenen Türen losfahren, ja. Sehr gut. Der Lokführer. Ist halt Trier Hauptbahnhof. Der letzte Tunnel wird durchfahren für uns. Speicher hier auch nochmal vorsichtshalber ab. Wir haben uns ja diesen kritischen Ort E-Rang Trier. Deswegen habe ich auch im Bereich E-Rang Trier nichts hingestellt. Halt wegen der Performance. Also wie gesagt, wenn ihr die Aufgabe gerne haben möchtet, schreibt einfach einen Kommentar unter diesem Video. Und natürlich bin ich auch gerne über Verbesserungsvorschläge mir an, Kritik und alles drum und dran an dem Szenario, damit das Ganze auch immer noch besser wird. Von rechts nähert sich gleich die nicht elektrifizierte Eifelstrecke aus Köln-Gerolstein, Bitburg-Erdorf. E-Rang-Ort. Durchfahrt. Auch die Eifelstrecke wäre mal was für den Train-Simulator. Schön nicht elektrifiziert, lange Strecke vor allem, sehr reizvoll, auch eingleisige Streckenabschnitte. Links gleich geht es zum Güterbahnhof E-Rang. Mit der Verbindungsstrecke, die von uns gleich auch noch überquert wird in Richtung Luxemburg.
Zu unter 18 mit Regionalexpress nach Köln, Messe Deutz, Mecklenburg-Vorpommern. Überqueren wir die Strecke, die Güterzugstrecke Richtung Luxemburg. Verbindungskurve. Da der Train Simulator wieder einmal an derselben Stelle abgestürzt ist bei meiner Aufgabe, liegt wohl an dem Bereich Trier. Zunächst mal durchfahren wir Pfalzel und überqueren dahinter die Mosel und erreichen das Gleisvorfeld des Trierer Hauptbahnhofes. Was heißt wieder mal abgestellt? Das stürzt eigentlich eher selten jetzt ab, aber es ist immer hier vor Trier. Bei manchen Aufgaben kannst du wirklich durchfahren, bei manchen nicht. Das ist komisch. Wir erreichen nun langsam Trier Hauptbahnhof. Das Ende dieses Let's Plays und das Ende dieses Szenarios. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar darunter, gebt mir ein positives Feedback oder einen Verbesserungsvorschlag zur Aufgabe. Trier Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und wie gesagt, ich freue mich auf ein Wiedersehen und sage bis zum nächsten Mal. Ade. Und ja, wünsche euch noch allen eine gute Fahrt im TR16 und natürlich... Wenn ihr die Aufgabe haben wollt, natürlich dann schon mal viel Spaß mit meiner Aufgabe. Eine ausführliche Readme ist ebenfalls beigelegt. Ich hoffe, ich habe auch nichts vergessen, dort reinzuschreiben. Die Strecke führt weiter über Merzig nach Saarbrücken, Mannheim in Baden-Württemberg oder halt, wer ins Ausland möchte, nach Luxemburg über Wasserwittich. Wasser billig, genau. Wasser ist billig. Einfahrtfreie Ausfahrt halt erwarten. Ich habe extra hier in Trier nichts hingestellt, weil der Performance dann wieder in die Knie geht. Würde der Simulator wahrscheinlich 64-Bit unterstützen, dann hätte ich, keine Ahnung, hier mega... XXL-Szenarios machen können. Aber naja, er macht ja trotzdem Spaß. Von daher, es gibt ja keine leider bessere Alternativen als TR16 im Moment. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und besucht meine Facebook-Fanpage, meinen RailSim-Thread und das Community-Forum. Stand immer früher der 628 nach Luxemburg. Nummer 10. Ozean Blau.
Endstation. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Das ist unsere Lok, unsere 140573-7. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bei Fragen zum Szenario könnt ihr das gerne unter diesem Video, wie gehabt, posten oder halt im RailSim unter Namen PhilippLP.